Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie die Semantic Resolution funktioniert. Leider kenne ich das deutsche Wort dazu nicht. Wer es kennt, möge es bitte in die Kommentare schreiben. Vorweg, was ist die Semantic Resolution eigentlich überhaupt? Die Semantic Resolution ist eine Herangehensweise, um zu zeigen, dass eine logische Formel, so wie diese hier, nicht erfüllbar ist. Warum nicht erfüllbar? Weil, wenn wir zeigen können, dass sie nicht erfüllbar ist, dann wissen wir, dass ein Teil der Formel, zum Beispiel dieser Teil ohne das E am Ende, erfüllbar ist, wenn man das bestimmt umstellt mit einer Implikation. Aber der Teil sollte in eurem Buch stehen, deswegen werde ich mich darauf jetzt nicht konzentrieren. So, aber genau, wie funktioniert diese Semantic Resolution jetzt? In unserem Lehrbuch steht drin, wir sollen eine beliebige Interpretation der Atome benutzen. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass wir uns bestimmen sollen, ob welchen Wert A haben soll, welchen Wert B haben soll, welchen Wert C haben soll und so weiter. Halt alle, die wir benutzen. Und diese Interpretation ist unsere Interpretation Römisch 1. Und wir sagen einfach mal in diesem Beispiel, dass sowohl A, B, C als auch E alle true sein sollen. Deswegen sind sie alle so dargestellt. Wenn es false sein soll, da schreibe ich nochmal mehr nachher dazu. Und jetzt überlegen wir uns von diesen Klauseln, die hier oben stehen, welche davon werden mit unserer Interpretation hier true und welche werden false. Für alle Klauseln, die true werden, machen wir uns eine Menge, die Menge MT. Und für alle Klauseln, die false werden, machen wir uns eine Menge MF. Jetzt gucken wir, okay, hier oben B ist true, also wird der Ausdruck hier oben auch true. Um das mal ein bisschen platzsparender zu schreiben, mache ich das mit dem Strich da oben drüber. In diesem Fall B und C sind beide true, das heißt nicht B oder nicht C wird false, also kommt das hier unten rein. Wir gucken uns an A, A ist true, also wird auch A true. Und C ist auch true, also wird dieser Teil hier auch true, kommt also auch hier oben rein. Und E ist auch true und kommt also auch hier oben rein. Ich hoffe, ihr versteht das System. Hier unten ist die Menge jetzt zu Ende und wir sind durch. So, und jetzt geht es eigentlich so weiter wie bei der Linear Resolution. Wir nehmen uns einfach einen Wert raus, den ersten, und kombinieren ihn mit diesem ersten hier. Wir erkennen natürlich direkt, hier ist B und hier ist nicht B, die gleichen sich aus. Was also bleibt, ist nicht A oder nicht C. So. Als nächstes, wie gesagt, wie bei der Linear Resolution, wir benutzen das, was wir gerade herausgefunden haben und kombinieren es mit dem nächsten, in diesem Fall unser A. So machen wir das mal. A und nicht A balanciert sich sozusagen weg. Was bleibt, ist nicht C. So, als nächstes benutzen wir diesen hier und kombinieren ihn mit diesem hier. C und nicht C balancieren sich wieder weg. Es bleibt nicht E. Und am Ende E und nicht E balancieren sich gegenseitig weg und es bleibt die leere Menge. Ich mache hier so ein Viereck dazu. Und wenn wir jetzt die leere Menge rausbekommen haben, dann wissen wir, dass diese Formel hier oben nicht erfüllbar ist. Und das ist gut. Und das ist im Grunde auch schon alles. Also der Hauptunterschied zu anderen Verfahren ist, dass man halt hier eine Interpretation nimmt und das Ganze dann in zwei Mengen teilt, um dann dem Ganzen Herr zu werden. Jetzt habe ich aber hier nur positive Interpretationen genommen. Was ist denn, wenn ich eine negative Interpretation haben will? Wir gehen mal gerade auf eine neue Seite hier und sagen jetzt, wieso ist es eigentlich Römisch 1? Die Interpretation i würde doch auch passen. Wir wollen jetzt sagen, dass a false sein soll. Wir können aber in die Interpretation nur positive Werte reinschreiben. Deswegen würde ein a false natürlich erstmal so aussehen und dann kommen hier weitere Interpretationen rein. Aber dem ist nicht so, zumindest nicht immer so. In manchen Lehrbüchern steht das nämlich nicht so, sondern mit einer Tilde davor. Warum hier eine andere Schreibweise gewählt wurde, ist mir völlig unklar. Jedenfalls, falls ihr das in eurem Buch seht, das bedeutet einfach nur, dass A selbst false ist und dieser Ausdruck dann mit der Tilde dazu true wird. Punkt. Das soll es auch eigentlich schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden. Und Fragen, Kommentare in die Kommentare. Und auf jeden Fall Beschreibungen angucken, falls irgendwelche Korrekturen drin stehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gucken.